Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Artist TV. Bei strahlenden Sonnenschein lädt heute das Verlagshaus Gruner & Jahr und die Illustrierte Stern ein zum Henry-Nann-Preis. Es ist der 10. dieses Jahres und wir freuen uns wieder, viele Nominierte kennenzulernen, viele Preisträger später aus den Kategorien Dokumentation, Investigation, Reportage, Fotoreportage, Essays, Pressefreiheit, das publizistische Lebenswerk. Also da werden wir sicherlich gespannt sein auf die einzelnen Protagonisten und freuen uns natürlich auch viele, viele Gäste heute hier zu erleben. Und Henry Nann, ich sag mal, das war ja der Mann, der eigentlich den Stern geprägt hat, der Blattmacher, der Mann, der eine emotionale Prägung brachte für das Magazin Stern von 1948 übrigens bis 1980. Und ihm zu Ehren wird dieser Preis verliehen und die besten journalistischen Arbeiten werden dieses Jahr wieder honoriert. Ja, und dazu lade ich Sie recht herzlich ein. Dankeschön. Das war super, danke. Ja, liebe Zuschauer, meiner Seite jetzt Ulrich Wickert. Ich grüße Sie recht herzlich. Sie sind gerade mit Ihrer Gattin Frau Jekyll eingetroffen. Wie sind Ihre Impressionen? Recht gelassen wirken Sie. Allerdings ist das doch ein wunderschöner, emotionaler Tag heute, oder? Na, der Tag hat erst angefangen. Da wollen wir erst mal gucken, was mit Emotionen nachher rüberkommt. Also insofern kann ich da wenig zu sagen. Wir waren doch gerade beim Club der Optimisten und da ist doch immer so ein Geist schon da. Also ich bin ein absolut optimistischer Mensch. Also Sie haben eine tolle Erwartungshaltung heute. Die Sonne scheint, alles hervorragend. Wie viele Mr. Tagesthemen oder Ex-Mr. Tagesthemen haben wir denn heute hier? Der Herr Tom Buro wird doch erwartet. Und genau. Auch Herr Frau Mjoska kommt. Ja. Frau Mjoska kommt, das heißt, wahrscheinlich wird Herr Roth arbeiten heute. Oh Gott. Sie selber auch einer der Laudatoren heute? Nein. Oder sind Sie irgendwie involviert heute? Nein, ich bin Zuschauer. Sie dürfen einfach entspannen und das Ganze auf sich wirken lassen. So ist es. Was dürfen wir denn von Ihnen erwarten als Autor in nächster Zeit oder was ist aktuell bei Ihnen denn in den Medien? Also, ich bedauere natürlich sehr, dass es sich nicht bis zu Ihnen rumgesprochen habe, dass ich gerade eben meinen 5. Krimi rausgebracht habe. Ich wollte es Ihnen entzaubern. Aber das ist auch eine sehr geschickte Art und Weise, Interviews zu führen, indem man sagt, ich weiß nichts, aber ich werde mal fragen, damit ich es erfahre. Also wie gesagt, das marokkanische Mädchen, wenn man beim Spiegel in der Bestsellerliste guckt, taucht das da auch ab und zu auf. Schön. Das ist ein ganz spannender Kriminalroman. In der Hauptfigur ist, wie bei all meinen Kriminalromanen, wieder der Untersuchungsrichter Jacques Ricou. Also wenn Sie mal Moment haben, in dem sie sich langweilen, was wahrscheinlich in ihrem Leben nie der Fall ist, kann ich Ihnen nur empfehlen, lesen Sie das marokkanische Mädchen von Ulrich Wickert. Eher Fiktion oder was würden Sie sagen? Wissen Sie, bei Kriminalromanen ist es eigentlich eher Fiktion. Aber doch erlebt es auch persönlich, verarbeitet, implementiert so? Muss man lesen, wird man sehen. Gut, jetzt haben Sie wirklich Begehrlichkeit geweckt. Dann wünsche ich Ihnen heute einen wunderschönen Dankeschön. Abend und vielleicht danach nochmal einen schönen O-Ton, ja? Wie der Abend war. Ich danke Ihnen. Danke. Ja, liebe Zuschauer, Stefan Aust gerade eingetroffen. Wie ist das Gefühl? Wie sind die Impressionen derzeit? Moment, freuen Sie sich auf den Award? Ja, man geht ja meistens dahin, um Leute zu treffen, nicht? Und die werden wahrscheinlich alle da sein. Und die Preise, na gut, man wird sehen. Also ich hoffe, Sie nehmen die alle an, wenn sie dann ausgezeichnet werden. Schauen wir mal. Haben Sie denn schon Preise empfangen oder mal Preise vergeben? Ist Ihnen das für Sie ein bekanntes Prozedere? Also Henry-Nann-Preis habe ich, glaube ich, nie gekriegt. Habe ich auch nie was eingereicht. Im Bereich investigativ, ja. Ich weiß gar nicht. Ich habe ein paar Filmpreise, habe ich, glaube ich, gekriegt. Was ist für Sie denn im Moment so das medienbeherrschende Thema? Was berührt Sie im Moment gerade in den Medien besonders? Na gut, die Europawahl vielleicht? Oder was ist so ein Thema, wo Sie sagen, im Moment? Na, im Augenblick ist natürlich die Ukraine-Krise. Ja, das ist ja keine Frage, nicht? Die Frage, ob wir zurück in den Kalten Krieg gehen. Die Frage, wie man damit umgeht. Nicht? Wie sich der Westen verhalten soll, wie sich die NATO verhält, wie sich Putin verhält. Das ist im Augenblick das interessanteste und in der Tat auch gefährlichste Thema. Was können die Medien leisten in diesem Zusammenhang? Was würden Sie sagen? Ja, wie können die Medien auf die Politik einwirken? Ich finde, manche Themen werden sehr hochstilisiert und manche Themen vielleicht runtergespielt. Ja. Da ist auch die Gewichtung, die Wahrnehmung vielleicht nicht immer ganz objektiv, nicht? Ach, ich meine, was heißt schon objektiv, nicht? Also wenn Sie sich so die Vorgänge in der Ukraine angucken, ist es sehr schwer, sich ein genaues Bild zu machen, sehr schwer auch zu sagen, was jetzt richtig ist zu tun. Das sind einfach Verhältnisse, die völlig aus dem Ruder gelaufen sind und das läuft ja schon eine ganze Zeit so. Das Wichtigste ist natürlich, dass die Medien sich nicht überschätzen. Nicht? Auch die EU vielleicht nicht sich überschätzt, die EU selber? Na gut, die sich EU zu sehr in die Außenpolitik einzumischen? Wie es Altkanzler Helmut Schmidt zum Beispiel sagt.
Ja, ach, ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir uns um Europa kümmern und auch um die östlichen Teile Europas kümmern. Aber man wird nicht alles lösen können. Ich meine, wenn Sie sich mal überlegen, was allein die Wiedervereinigung, und das war ein verhältnismäßig kleiner Teil Deutschlands, was das gekostet hat, welche Anstrengungen das gekostet hat. Wir dürfen nicht einbilden, dass wir Staaten, wo auch immer auf der Welt, die nicht von alleine zurechtkommen, dass wir die im Endeffekt alle irgendwie unterhalten können. Wir werden auch nicht überall den Frieden sichern können. Das sind alles ganz schwierige Fragen, wo man da eingreift. Und ich glaube, die Medien müssen einfach versuchen, bei der Realität zu bleiben, so gut es geht. Da ist ja die Problematik der Wettbewerbsfähigkeit überhaupt der Länder und der Hochverschuldung. Und auch Ukraine ist ja ein hochverschuldetes Land. Also jetzt, wenn man mal die Beziehung zu Gazprom sieht, das ist ja in Milliardenhöhe die Verschuldung. Und wie ein Land aus so einer Schuldenkrise rauskommt, am 25. haben wir übrigens die Präsidentschaftswahlen. Also ich bin sehr gespannt, wo die Wahlbeteiligung höher ist. In Europa zur Europawahl am selben Tag oder in der Ukraine? Na, ich bin sehr gespannt. Es sind sehr, wirklich sehr, sehr spannende Zeiten. Und auch Frau Merkel sagt ja immer wieder bekennt, wir wollen uns auf Russland zubewegen. Uns ist die Partnerschaft wichtig. Wie sehen Sie das letztendlich in dem Spiel mit Russland? Ist das ein Spiel oder ist das jetzt wirklich ernst? Das ist überhaupt kein Spiel. Ja. Das ist bitter ernst. Man darf natürlich nicht die gemeinsame Vergangenheit vergessen, man darf nicht vergessen, was wir den Russen mal getan haben. Das bedeutet noch längst nicht, dass man alles akzeptiert, was dort passiert. Es ist, glaube ich, ganz wichtig zu erkennen, dass Putin nun in der Tat kein lupenreiner Demokrat ist. Das ist keine Frage. Das Land wird von Oligarchen beherrscht. Und wir haben früher mal gesagt, die Mischung aus KGB und Oligarchen. Auf der anderen Seite ist das Land jedenfalls nicht total auseinandergebrochen. Was bedenklich und finde auch gefährlich ist, ist so diese Zurückwendung sozusagen zur großen Zeit des sowjetischen Weltreiches. Da wird so eine Mischung aus sagen wir, Sozialismus oder Kommunismus-Nostalgie mit sehr starken nationalistischen Elementen wird da im Augenblick ja geradezu gefeiert. Das ist alles sehr problematisch. Auch die Diskriminierung, die jetzt durch den Eurovision Song Contest nochmal sichtbar war, von dem Herrn da, dem Eisenbahner, ich habe seinen Namen gerade vergessen, der ja auch sagt, irgendwie der Verfall der Moral in Europa durch Conchita Wurst, weil jemand eben einen Bart... Na gut, da sind bei uns sicherlich Leute auch unterschiedlicher Meinung. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt ein Zeichen ist für den totalen Niedergang der westlichen Zivilisation. Trotzdem muss das nicht jeder irgendwie prima finden. Darf ich noch mal abschließend erfahren über Sie, was im Moment aktuell so Ihre Medienaktivitäten sind? Was dürfen wir von Ihnen in nächster Zeit erfahren abschließend? Das verrate ich nicht. Herr Aust, Sie waren noch nie ein leichter Interviewpartner. Das stimmt. Wir sind uns beim Neujahrsempfang begegnet. Ja, aber irgendwas Kleines, um ein bisschen Begehrlichkeit lesen zu wecken. Wieso? Ich bin angestellt. Ich bin beim Springer Verlag angestellt als der Herausgeber von Welt und Welt am Sonntag. Und wir versuchen, die durch die Untiefen zu kriegen. Das haben Sie sehr bescheiden ausgedrückt. Ja. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen heute einen wunderschönen Abend und viele herrliche Impressionen. Ich danke Ihnen, Herr Aust. Dankeschön. Liebe Zuschauer, an meiner Seite jetzt der Herausgeber des Sterns, Illustrierten Stern. Wie sind heute Ihre Stimmung, Ihre Gefühle beim 10. Henry Nann Award? Ganz großartig. Erstmal freue ich mich, dass es den Henry Nann Preis seit 10 Jahren schon gibt. Und ich hoffe, dass wir heute Abend auch als Ausrichter des Preises auch mal selber auf der Bühne stehen mit ein paar Kollegen. Das wird sich nachher erweisen. Die Jury hat bereits entschieden. Ich weiß es noch nicht. Ich war dieses Jahr nicht Teil der Jury. Aber wir sind in ein paar Stunden schlauer. Herr Petzold, ich bin übrigens auch Petzold mit bürgerlichen Namen, allerdings mit A Umlaut. Muss ich doch mal ganz kurz loswerden. Herr Petzold, grüßt Herrn Petzold. Meine Frage an Sie. Kennen Sie Herrn Nann persönlich aus früheren, sage ich mal, Begegnungen oder haben Sie zusammengearbeitet? Wie waren da so Ihre Erinnerungen mit Herrn Henry Nann? Ich muss Sie enttäuschen. Ich bin auch selber enttäuscht, weil ich ihn nicht kennenlernen konnte. Ich arbeite erst seit 1999 beim Stern und Henry Nann war bereits verstorben. Und ich hatte vorher nicht die Gelegenheit, in meiner Laufbahn als Journalist ihn kennenzulernen oder mit ihm zusammenzuarbeiten, was ich sehr bedauere. Aber ich habe alles gelesen, was es über ihn zu lesen gibt. Und ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, die ihn live erlebt haben. Und es war ein großartiger Mann, ein großartiger Journalist mit einem unfassbaren Gespür für Themen, für Aktualität. Und er bleibt uns ein Vorbild. Und nach ihm ist dieser Preis ja auch benannt. Herr Petzold, wie viel Nann steckt denn in Ihnen? Also wenn man mal überlegt, er wollte ja nie Everybody's Darling sein. Er war ein Blattmacher, er war kraftvoll, ausdrucksvoll. Und es hieß sogar in einem, wenn es ungemütlich war, war er wie ein Teufel im Schwefelbad. Also das sind ja so Ausdrücke, wo ich sage, der Mann suchte die Herausforderung. Absolut, das kann man so sagen.
Und dadurch, dass es in den frühen Zeiten der Nachkriegsrepublik nicht so wahnsinnig viele eindrucksvolle und präsente Medien gab, hatte er natürlich eine ganz besondere Rolle, konnte auch politisch ganz anders agieren, als es heute möglich wäre. Und er hat schon gezeigt, was man mit einer wirklich guten Medienmarke, mit Qualitätsjournalismus bewegen kann, auch gesellschaftlich bewegen kann. Und das bleibt uns nach wie vor ein Vorbild. Wie prägen Sie den Stern? Darf ich das mal ganz konkret dann fragen? Denn ich sage mal so, es gab ja auch mal die Stern-Affäre mit den Hitler-Tagebüchern. Aber ansonsten würde ich gerne von Ihnen wissen, wie Sie das Blatt prägen und wie sich der Zeitgeist in Ihrem Führungsstil heute geändert hat. Also wie Sie ja wissen, ist Dominik Wichmann inzwischen Chefredakteur des Stern. Das müssen Sie eigentlich ihn fragen. Ja. Denn er ist derjenige, der Ihnen das aktuell am besten beantworten kann. Wir haben, Thomas Osterkorn und ich, das Blatt 14 Jahre geleitet. Das hat einen riesen Spaß gemacht. Vielleicht, und ich hoffe, dass wir dem Blatt und den ein bisschen den Stempel aufgedrückt haben, aber so wie es heute ausschaut, das müssen wir Dominik Wichmann besprechen. Der macht das großartig, wie ich finde, aber die Frage sollten Sie ihm auch nochmal stellen. Gut, ich werde Sie vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal interviewen. Da haben wir noch ein bisschen mehr Impression. Ja. Möchte Sie natürlich gerne erstmal den Gästen überlassen. Nicht? Dankeschön. Dankeschön, Herr Petzold. Dankeschön. So, jetzt das Paar Langenscheid. Ich grüße Sie recht herzlich heute hier auch beim Henry-Nannen-Preis. Jedes Jahr dabei? Na, nicht jedes Jahr, aber so oft wie es geht. Und inwieweit sind Sie involviert? Ich habe immer Laudatio gehalten und das werde ich nie vergessen. Und ich, es gibt, für mich steht Henry für Humanität, Engagement, Neugier, Welttheater, Recherche, ja. Integrität. Wofür von daher der Preis überhaupt. Wofür stehen Sie dann und wie sind Sie denn dann wesensverwandt mit Herrn Nann? Oder war das so deckungsgleich eben gerade? Nee, das kann man sich gar nicht anmaßen. Das ist so ein Preis, ist ja auch ein bisschen zu Ehren, dessen Namen er trägt. Und der war ein so großer und sowas von Emotionen und so ein Kampf und so ein engagierter Mann. Da kann man nur seinen Hut nehmen. Und in welcher Kategorie war das damals? Erinnern Sie das noch, als Sie den Preis sozusagen verliehen haben? Und da ging es um Reportage und es ist ein schönes Gefühl, wenn man sozusagen mehrere Kollegen, die es eigentlich alle verdient haben, ich wäre ja unfähig in der Jury, solche Entscheidungen zu fällen, wenn man dann einem dieser Kollegen den Preis geben darf, war ich sehr dankbar. Wir haben uns ja damals beim Ball Musk kennengelernt, das war ja dieser Maskenball, vielleicht erinnern Sie sich noch. Da haben Sie nicht so gut geraten. Und jetzt muss ich einfach auch mal eine Lifestyle-Frage stellen, es muss ja auch mal erlaubt sein, dieses schöne Kleid, von welcher Marke, darf man fragen, welcher Designer das ist? Das ist von Lavin. Da würde ich auch mal fragen, von wem der Ring ist. Nein, jetzt machen wir gleich richtig Werbung. Von wem ist der Ring? Wahrscheinlich von Ihnen, nicht? Der Ring ist dann von? Dänisch. Dänisch, ja. Jetzt bist du dran. Jürgensen. Ja. Genau. Ja, nicht schlecht. Was darf man denn über Ihre Aktivitäten noch abschließend erfahren? Dass man auch ein bisschen Sie kennenlernt nochmal. Wofür stehen Sie? In welcher Branche bewegen Sie sich aktuell? Langenscheid. Was können Sie das sein? Publikationen, welche Art? Wie entwickeln Sie sich im digitalen Zeitalter? Das wäre meine Frage. Durch große Engagements in vielen, vielen Internetfirmen. Ja. Das letzte Buch, Print, ist ja nach wie vor lebendig wie eh und je. Ist ja ein Bestseller geworden, Langenscheids Handbuch zum Glück. Von daher viele, viele Aktivitäten, Reden, Schreiben, Unternehmen, Kindern helfen. Also gut, uns geht. Es gibt ja die Stiftung Kinderjahre und die haben ja das Schulfachglück initiiert. Das ist eine tolle Schnittmenge, die Sie da gerade bieten. Also Baden-Württembergs erste Mal. Ja, dann sind wir doch alle mal glücklich heute und versprühen das Glück. Und Sie stehen also für Glück. Das sind dann Ihre Werte. Wir sind glücklich, heute dabei zu sein, wirklich. Und großartige Kollegen zu ehren. Ich wünsche Ihnen viel, viel Spaß heute Abend. Und vielleicht bekommen wir nachher noch von Ihnen schöne Impressionen. Danke. Danke Ihnen. Ja, liebe Zuschauer, Frau Roth kommt jetzt den roten Teppich entlang und auch eine Politikerin soll auch mal ihre Meinung geben zum Henry-Nann-Preis. Eine Sekunde, wir warten mal ganz kurz. Eine Redakteurin vom Stern. Wir sind ganz geduldig. Frau Roth, einen ganz kurzen O-Ton. Wir sind das Premium-Magazin Artist TV. Ich grüße Sie recht herzlich, auch Vertreter der Politik heute hier. Was bedeutet Ihnen der Henry-Nann-Preis? Was bedeutet Ihnen Pressefreiheit? Und was geht emotional da in Ihnen vor? Na, wissen Sie, heute denke ich vor allem an die Länder, wo es keine Pressefreiheit gibt. Ich denke an die Kollegen in der Türkei, die im Gefängnis sitzen. Ja. Ich denke an Russland, wo Menschen ihr Leben bezahlt haben, weil sie als Journalisten, Anna Politkovskaya zum Beispiel, die über Tschetschenien berichtet hat, wo niemand mehr berichtet hat. Also für mich ist der Henry-Nannen-Preis der Preis der Demokratie und der Freiheitsrechte und des Rechts auf Information aus Öffentlichkeit. Und es ist der Preis für Heldinnen und Helden, die
Ja, sehr oft mit ihrem Leben bezahlen. Wie bei Reporter ohne Grenzen, Frau Niedringhausen, ja, die im Osten von Afghanistan ihr Leben verloren hat. Und eine wunderbare Journalistin, Fotografin, die uns das Elend und die Ungerechtigkeit gezeigt hat und die ihr Leben bezahlt hat. Also ein Preis für die Helden und Heldinnen. Am 25. ist ein ganz besonderer Tag, die Europawahlen. Wie stehen Sie im Moment dazu? Was würden Sie noch mal anregen? Was würden Sie unserem Publikum noch mal sagen? Was geht vor? Auch natürlich in der Ukraine, Präsidentschaftswahl am 25. Also ich bin alte Europäerin. Ich hatte das unglaubliche Privileg, ziemlich lange im Europaparlament zu sein. Und es ist überhaupt nicht egal, wer im Europaparlament als Abgeordneter sitzt, wer dort arbeitet, wer dort entscheidet. Faktisch ist das Europaparlament heute schon ein EU-Gesetzgeber. Und es gilt, einen dramatischen Rechtsruck in Europa, im Europaparlament zu verhindern. Und deswegen bitte, bitte gehen Sie wählen, gehen Sie demokratische Parteien wählen. Mir fällt eine ganz besonders ein. Frau Roth, ich danke Ihnen, mir auch. So charmant, wie Sie es vorgetragen haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ich hoffe, wir haben noch schöne O-Töne heute Abend von Ihnen noch. Danke. So. Liebe Zuschauer, an meiner Seite jetzt Nasan Ekes. Ich grüße Sie von RTL. Ich grüße Sie heute mal nicht Deutschland sucht den Superstar, sondern der Henry Nunn Award. Heute werden die Superstars im Bereich Journalismus gesucht. Genau. Was sagen Sie denn? Wie sind denn Ihre Impressionen? Wie weit sind Sie schon involviert in das Thema? Wie weit ich involviert bin. Ich bin natürlich insofern involviert, als dass ich selber für einen Fernsehsender arbeite. Ja. Und ich finde ganz gut, dass unser Sender, unser Heimatsender RTL, kann ruhig RTL sagen, jetzt auch sozusagen die journalistische Ader wiederentdeckt hat. Und es sind ganz viele motivierte Leute da. Wir haben ja jetzt auch mit Wallraff große Erfolge gefeiert und so weiter. Und daher finde ich das ganz gut, dass wir einerseits die Unterhaltungsgeschichte abdecken, andererseits das Journalistische. Es ist ja Platz für beides. Sie haben ja jetzt viel im Entertainment-Bereich gemacht. Und können wir Sie denn auch mal als investigative Lady erleben, die wirklich mal forscht und recherchiert und mal den Dingen auf den Grund geht, da wo es weh tut, auch mal hinfährt und Dinge aufdeckt. Reizt Sie sowas? Also es reizt mich generell natürlich schon. Das ist, glaube ich, eine Sache, die in jedem drinsteckt, der fürs Fernsehen oder für ein Medium arbeitet. Aber im Moment, ganz ehrlich gesagt, genieße ich das sehr, für die seichten Dinge zu arbeiten. Ich genieße das sehr. Das heißt nicht, dass ich ein uninteressierter, desinteressierter Mensch bin, dass ich keine politische Meinung habe oder sowas. Aber ich kann das ganz gut trennen eigentlich, dass meine Standpunkte von dem, was ich beruflich mache. Was aber auch nicht heißt, dass ich nie mich anders orientieren werde. Ich habe das große Glück, dass ich mich immer auf beiden Seiten austoben durfte. Also einerseits Magazine, etwas journalistischer, auch wenn es ein Boulevardmagazin ist und dann eben auch die Unterhaltung. Aber wer weiß, was noch kommt. Dann wollen wir zu diesem seichten Übergang noch mal ganz kurz fragen im Lifestyle-Bereich, weil Sie sehen jetzt so viele Damen mit herrlichen Kleidern. Diese eine Frage. Welcher Designer? Ach so. Welche Frage meinten Sie denn bitte? Ach, ich weiß nicht. Aber der Designer, den Sie vielleicht hier heute tragen, darf man das mal sagen? Gomez tatsächlich. Gomez. Relativ gut. Neu, kannte ich auch nicht, hat meine Stylistin entdeckt und ich fand das Kleid schön. Frau Eckes, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Heute haben Sie viel Spaß und vielleicht nachher noch einen schönen O-Ton von Dankeschön. Ihnen, wie Sie die Veranstaltung erlebt haben. Sie haben eine gute Stimme. Dankeschön. Empfehlen Sie mich weiter. Mache ich. Ich rede mit meinem Chef. Aber Frau Burkhardt, wenn Sie leichte Unterhaltung Frau Burkhardt habe ich auch schon ein paar Mal interviewt. Ach, wirklich? Und da auf artisttv.de sehen Sie das interviewt. Ja, liebe Zuschauer, an meiner Seite Frau Elzner, ich grüße Sie recht. Hat Sie gerade eingetroffen hier am roten Teppich. So eine schöne Sonne. Wir sind Ihre Impression, das ist ja fast Hollywood-like hier, würde man ja schon sagen, nicht? Ja, wegen des Wetters oder unseres Wegen dem roten Teppich, wegen des Medienauflaufs. Ach, was für ein Zufall heute, Medienvertreter hier. Sind Sie involviert in den Preis? Halten Sie eine Laudatio vielleicht? Nein. Ich bin nur sehr interessiert, weil ich finde, es ist ein ganz toller Preis und die Leute, die da ausgezeichnet werden, sind unheimlich interessant und es gefällt mir. Was verbinden Sie denn mit dem Stern, mit Henry Nunn? Gibt es da Erinnerungen? Gab es da mal eine Begegnung? Was würden Sie so aus dem, sag ich mal, aus der Vergangenheit nochmal so sagen? Aus der Vergangenheit, Stern war immer, naja gut. Also irgendwann war er anders, jetzt ist er wieder anders, er hat sich verändert. Naja gut, es muss ja so sein. Aber es ist immer interessant, der Stern. Frau Elzner, was können wir von Ihnen in nächster Zeit erwarten? Gibt es da etwas Schönes, was Sie gerne in den Medien... Das kann ich jetzt gar nicht so viel erzählen, weil es ist sehr, sehr viel. Ich mache sehr viele schöne Sachen im Moment. Und nach kommen die alle in die Kinos oder laufen dann im Fernsehen. Ein Thema vielleicht noch ganz kurz noch. Nein. Würde den Rahmen sprengen, würden Sie sagen. Würde den Rahmen sprengen. Ja, ich kann ja nicht meine ganzen Rollen jetzt erzählen. Gut, wir lassen uns überraschen und wünschen Ihnen heute einen schönen Abend. Vielleicht sind Sie ja nachher ein bisschen mehr gewillt, ein paar Stimmungen von sich zu geben, ja? Na, was soll ich denn von mir geben? Soll ich erzählen, was ich alles gemacht habe? Das dauert ewig lang. Okay. Ja? Wir nehmen uns die Zeit später. Danke. Ciao.
Liebe Zuschauer, an meiner Seite Dieter Wedel. Ich grüße recht herzlich, Erfolgsregisseur, Produzent. Was gibt's Neues von Ihnen denn zu hören, zu erwarten in den Medien, in dem Filmbereich? Erstmal im Theaterbereich. Im Theaterbereich, fangen wir damit an. Zum letzten Mal die Nibelungenfestspiele in Worms vor. Ja. Ich fahre in ein paar Tagen dahin, fange die Proben an und dann verabschiede ich mich da aber auch und schreibe im Moment an einer Filmkomödie. Sie waren ja auch damals gesellschaftspolitisch unterwegs. Da ging es auch um Schulden und Investitionen. Was war da nochmal damals das Thema, was Sie damals unglaublich in die Gesellschaft transportiert hatten? Korruptionsbereitschaft. Ja. Und da möchte ich in einer Komödie über Mallorca auch erzählen, wo ich ja auch zeitweilig wohne. Da kann man das richtig so vorgeführt bekommen. Aber die Unbestechlichen, wissen wir ja aus der Geschichte, sind auch nicht immer die allernettesten. Also so irgendwo so ein Mittelweg ist. Davon gibt es zwar noch nicht so wenige von den Unbestechlichen, nicht? Weiß ich nicht. So die ganz großen Unbestechlichen von Robespierre bis Hitler waren bekanntlich ziemlich erfolgreiche Mörder. Ne? Wollen Sie noch ein bisschen was über Mallorca erzählen, über diesen Film? Nur ganz kurz im Rahmen, so skizzieren, was wir da erwarten. Ich bin im Moment am Schreiben. In Mallorca ist ja die gesamte Regierung sitzt im Knast. Oh, weia. Zum Teil sind sie über Jahre und Jahrzehnte verurteilt worden. Und diese Geschichte, wo wir ja auch alle irgendwo mitgemacht haben, weil wir haben es alle gewusst und trotzdem hat man drüber weggesehen und man musste natürlich auch mit denen, hatte man Kontakt, weil man irgendeine Immobilie kaufen wollte und so. Ich weiß noch, weil die Landtagspräsidentin, da wurde immer gesagt, warum kommt die nie mit einer Handtasche, immer nur mit dem Koffer, weil sonst das Geld nicht reinpasst. Und Sie sagen wirklich, es wird eine Komödie werden, ja? Also, ja. Obwohl Sie so viel investigativ doch letztendlich da hervorbringen werden. Ja, ich glaube, anders als das komödiantisch zu sehen, kann man das gar nicht verarbeiten. Ich hoffe, dass es lustig wird. Herr Wedel, ich wünsche Ihnen einen schönen, schönen Tag heute. Genießen Sie es. Danke. Tschüss. Danke. Ich grüße Sie recht herzlich. Hallo. Ja, liebe Zuschauer, an meiner Seite jetzt die wunderschön anzuschauende Judith Rakers, eine schönste Nachrichtensprecherin Deutschlands, wenn nicht sogar der Welt, eine Miss Tagesschau, könnte man schon fast sagen. Nun habe ich aber eine große Introduction gemacht. Ich finde es super, ich bleibe jetzt noch einen Moment hier. Halten Sie heute eine Laudatio, weil man muss sich ja schon fast fragen. Nein, ich werde heute im Publikum sitzen und genießen. Inwieweit sind Sie denn in den Preis involviert? Inwieweit geht Ihnen das nah? Haben Sie schon mal in irgendeiner Form da mitgewirkt an Beiträgen, investigativ oder? Ja, ich habe vor 2 Jahren moderiert, die Veranstaltung, gesamte. Also. Und im Schauspielhaus war es damals noch, nicht auf Kampnagel. Ja, da war doch dieser Eklat mit der Süddeutschen Zeitung, nicht? Da war doch und so. Und der Bild-Zeitung, genau. Dachte Henry Nann, war es, genau. Genau, das war's. Genau. Wollte man ja nicht zusammen mit den Bildredakteuren zusammen in Einklang gebracht werden. Ein bisschen habe ich nachgelesen, nicht? Ja, dann müssen Sie die Kollegen fragen, die nicht auf der Bühne sein. Also ich fand das in Ordnung. Ja. Na ja, klar, aber Preis es gab zu kriegen, Preisträger. Ja, das stimmt. Sie erinnern sich richtig. Ja, im Korruptionsfall mit Wolf wollte man eben nicht mit gleichermaßen Preis ertragen, sage ich mal, aus Spaß. Und wie war das damals? Das möchte ich mal aus nächster Nähe von Ihnen erfahren. Sie waren ja damals beim Eurovision Song Contest. Ja. Und wie haben Sie denn das jetzt aktuell überhaupt erlebt? Würden Sie auch sagen, es wird ja ein bisschen hochstilisiert, dass jetzt Conchita für, ich sage mal, eine Offenheit, Toleranz wirbt. War Europa nicht immer tolerant? Oder würden Sie sagen, jetzt ist es manifestiert? Ich glaube, man darf nicht so von sich auf andere schließen und voraussetzen, dass wir alle so furchtbar tolerant sind. Wir haben es ja gesehen, wir sind es nicht. Mhm. Ja, die russischen Künstler sollten zurückgezogen werden. Und insofern finde ich es ein tolles Zeichen von Europa. Also können Frauen jetzt Damenbart tragen ab heute? Toleranz. Ja, ich finde, jeder sollte das tragen dürfen, was er möchte. Ja. Und jeder sollte die Sexualität ausleben, die er möchte. Und wenn Männer sich als Frau geben wollen, dann sollen sie es tun. Und wenn sie im falschen Körper sind, dann sollen sie es richten lassen. Also ich finde, jeder sollte so, wie er möchte. Und ich finde, das Schöne an Conchita Wurst ist ja, dass sie... Der Name. Der Name ist so ein bisschen... Der Name suggeriert ja so ein bisschen einen Witz. Ne? Ja. Aber ich finde, wenn die Frau anfängt zu sprechen, die ist unglaublich eloquent. Die und ist sie sehr kann singen. Intelligent, singen. Ja, aber auch die Message. Ja, ne? Sie ist halt eben nicht nur ein Mann, der sich als Frau verkleidet und gut singen kann, sondern sie ist sehr reflektiert und sie hat wirklich eine Botschaft und das bringt sie auch rüber. Und ich finde es großartig, dass sie gewonnen hat. Wir hatten gerade vor kurzem einen Künstler, den H.P. Baxter, interviewt, der meinte, auch Musik und Politik sollte man getrennt halten. Wie sehen Sie das? Also wenn jetzt die russische Politik anfängt, vom moralischen Verfall zu sprechen, ist das nicht schon irgendwo so überzogen, dass wir sagen, Mensch, lasst mal die Kirche im Dorf oder die Eisenbahn in Russland. Das ist nämlich dieser Eisenbahnchef gewesen, der das gesagt hat.
Ja, ich finde, auch das ist Toleranz, dass man Leute sagen lässt, was sie sagen möchten. Genau, sagen Sie, was Sie sollen. Pressefreiheit hier. Ne? Ja, aber man muss ja nicht alles mitmachen. Und insofern finde ich es toll, dass sie dort aufgetreten ist und gewonnen hat und damit ein Zeichen gesetzt hat. In welcher interessanten Filmrolle sehen wir Sie denn nächst? Vielleicht mit Catherine Deneuve oder in einer französischen internationalen Produktion? Sie sehen ja auch aus wie eine Schauspielerin. Muss also, man ja mal sagen. Sie reden jetzt von mir. Ich rede wieder von Ihnen. Conchita Wurst. Nein, nein. Hat überlegt. Musste mal irgendwann überkranken. Welche Rolle könnte man Conchita Wurst geben? Wurde überlegen. Reden wir von Ihrer Medien, sagen nein, Sie mal, Zukunft? Ich ja? bin keine Schauspielerin. Nein, Sie ich wollen bin Journalistin. Nach wie vor richtig. Nachrichten. Richtig. Aber der Eurovision Song Contest war doch mal ein Start, mehr und mehr in diesen Entertainment-Bereich aufzugehen. Naja, das war eine Show-Moderation, eine Unterhaltungsmoderation. Das fehlt uns doch so sehr in diesem Land, oder? Es gibt wenig Frauen, die das machen, ja. Und deswegen freue ich mich darüber, dass Barbara gerade so erfolgreich ist. Zum Beispiel. Mit ihrem Format. Das finde ich toll. Oder ja? Sie vielleicht auch mal bei Wetten, das co-moderieren. Wäre doch auch mal eine Option, mit Markus oder? Zusammen. Ja. Mit Markus würde ich alles machen, ja. Na gut. Wir sind sehr gut befreundet. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön, dass Sie diesen Spaß mitgemacht haben. Und danke, dass Sie natürlich auch Ihr Statement haben. Und das war Judith Rakers. Ich danke schön. Gerne. Tschüss. Tschüss. Mit wem spreche ich denn? Petzold von Artist TV. Oh ja, okay. Ja, liebe Zuschauer, wieder ein bekanntes Gesicht aus den Nachrichten. Herr Frei, ich grüße Sie. Sie sind gerade angetroffen, so im Business-Look. Ich hab noch meinen Koffer dabei, hatte keine Zeit. Ich würde fast sagen, sind Sie gerade aus dem Flieger ausgestiegen oder vom Helikopter hier runter gerade? Vor genau 20 Minuten. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Herr Frei, Hotel war nicht mehr drin. Inwieweit sind Sie heute in den Preis involviert? Werden Sie eine Laudatio halten? Werden Sie vielleicht Beiträge mitbegleiten? Sind Sie da in irgendeiner Form? Ich bin nur da, um zu sagen, Zeitungen sind wichtig, Zeitungen bleiben wichtig. Und wir kämen im Fernsehen ohne die Zeitungen gar nicht aus. Henry Nann, der Stern, was geht da in Ihnen vor? Was erinnern Sie bis auf die Tagebücher? Was ist da für Sie? Das ist schon ein Stichwort, das bleibt. Aber heute würde ich sagen, eine gute Verbindung zwischen gut geschriebenen Geschichten, intensiven Geschichten und das Bild. Ja. Also diese Fotos, die Sie jetzt auch mehr und mehr drucken, die sind sehr eindrucksvoll und geben der Illustrierten doch ein ganz neues Gesicht. Schreiben Sie denn auch Kolumnen? Was erfährt man denn im Rahmen Ihrer Tätigkeit als auch Nachrichtensprecher? Was erfährt man von Ihnen persönlich? Ja, der Mensch, Herr Frei. Ich habe ein Buch geschrieben mal über meine Reisen von Bagdad nach St. Petersburg. Ist leider schon 11 Jahre her. Bagdad nach St. Petersburg. Wie kommt man zu dieser Route? Das ist ja schon eine sehr, sehr spezielle Ausrichtung. Traumreisen. Ja. War schön. Gab es da eine Zugverbindung oder irgendwas? Nee, was man sagt, also? Helikopter, Flieger, Schiffe, Fähren, Fuß, so. Alles Mögliche. Da haben Sie ja nicht mal pur das Landleben erlebt. Doch, im Helikopter mal so kurz runtergefilmt und runtergewunken. Auf einer Bohrinsel im Kaspischen Meer. Na, das hört sich doch romantisch an. Jetzt muss ich da rein, sonst bin ich zu spät. Viel Spaß. Wir hatten Spaß. Danke, Herr Frei. Schönen Tag. Ciao. Danke. Herr Karasek, ein ganz kurzes Interview mit Ihnen. Wir sind uns bekannt vom Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts. Schön, Sie heute hier anzutreffen. Sind Sie heute irgendwie im Preis involviert? Also eine Laudatio? Nein. Nur als Gast? Ich bin nur zum Vergnügen da, zum Zuhören und den ersten herrlichen Tag in Hamburg nach einer langen Regenperiode. Da haben Sie vollkommen recht. Und die Stadt, die blüht richtig auf, aber man kriegt gute Laune. Möchte am liebsten draußen feiern. Haben Sie sich denn schon ein bisschen über die Nominierten informiert oder lassen Sie das heute einfach auf sich wirken? Ich lasse das alles auf mich wirken. Ich weiß so einiges, aber ich lasse das alles auf mich wirken. Ich tue so, als sei ich überrascht. Sie wissen ja eigentlich alles und da brauche ich Sie eigentlich auch nicht viel fragen. Aber Henry Nann, haben Sie den persönlich erlebt? Wie haben Sie den persönlich erlebt? Also, wie würden Sie das kurz widerspiegeln, Ihre Impressionen? Ich will mal so sagen, ich habe ihn in späten Jahren auch dadurch kennengelernt, dass er mich zu seinem Museum nach Emden zur Eröffnung eingeladen hat. Schön, ja. Und da hat er gesagt, ich borg mir Sie bei Augstein aus. Weil ich war ja beim Spiegel damals. Ja. Und er war ein sehr großer Mann einfach. Er war ein toller Kerl, ein großer Mann. Er hatte Selbstironie. Er hat später sich selber auch noch als Grüß August bezeichnet, als er nichts mehr war. Aber er hat den Stern in die große Zeit geführt, ja. Wie ist das mit Ihnen? Sie sind ja der Protagonist und jetzt fehlt Ihnen ja der Antagonist. Sie wissen, auf wen ich anspiele. Ja. Wie ist es jetzt mit Literaturkritik? Haben wir noch irgendwie Freude und Spaß, dass auch Sie sich in der Literatur engagieren? Und Herr Karasek ist nicht mehr... Es gibt ganz andere Generationen von Autoren. Herr Reich-Ranitzky ist leider nicht mehr unter uns, aber gibt es irgendwas, was Sie gerne erwähnen wollen, jetzt aktiv, aktuell, was Sie machen? Und, Es geht mir gut und ich schreibe viel und ich bin neulich mit meiner Frau in Bozen gewesen und meine Frau wollte einkaufen gehen, dann war sie einkaufen und dann hat sie gehört, weil ich wegging,
guck, den kennst du doch. Sag, wer ist das? Sagt seine Frau. Sagt, das ist Reich Ranitzky. Oh Gott. Süß, ich finde es einfach süß. Ja. Ich hoffe, dass wir Sie auch viel noch in den Medien erleben, mit Themen, für die Sie einstehen. Auch heute wird es Journalisten geben, die für Themen einstehen und dafür auch wirklich zu gewürdigt werden. Vielen Zurecht. Dank. Danke, Herr Karasek. Schönen Abend. Danke. Tschüss. Albert Darboh, ich grüße Sie recht herzlich, auch Sie heute beim Henry-Nann-Preis. Was bedeutet der Stern für Sie? Hat er Sie eine Ära mitbegleitet? Und Henry Nann, sind Sie dem mal begegnet? Ja, ich bin Henry Nann vor mehr als 40 Jahren schon hin und wieder öfters mal begegnet. Und ich bin immer tief beeindruckt, welche Personen hier ausgezeichnet werden. Also ich glaube, auch die Jury sucht sich schon die richtigen Personen hierfür aus. Und die haben es auch letzten Endes verdient. Was sagen Sie zur Pressefreiheit an sich, zu den Grundwerten, die auch zu unserer Demokratie gehören? Wie haben Sie die Medien, sag ich mal, der letzten Jahre verfolgt? Was bedeutet das für Sie? Ja, also Pressefreiheit gehört zu unserer parlamentarischen Demokratie und das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Und wie wir in Hamburg sagen, wir sind outspoken. Darf man abschließend kurz fragen, was in den Medien wir in Zukunft von Ihrem Unternehmen noch erfahren dürfen? Gibt es Neuigkeiten, irgendwelche Besonderheiten, die Sie gerne erwähnen würden? Muss auch nicht unbedingt, sag ich mal, mit Presse zu tun haben, sondern vielleicht mit Ihrem Unternehmen. Naja, also im Moment bin ich ja dabei, die Kaffeesteuer abzuschaffen und mindestens, wenn mir nur ein Teil gelingt, das für die Transferkaffees, für die armen Bauern, für die Entwicklungsländer die Kaffeesteuer abgeschafft wird, dann wären wir einen ganzen Schritt weiter. Das ist ein gutes Stichwort, das transatlantische Abkommen jetzt zwischen USA und Europa. Was sagen Sie, wie sehen Sie diese Entwicklung zu den Standards, die da auch gesenkt werden? Ja, das könnte gut werden, nur natürlich die Standards müssen wir letzten Endes unter einen Hut bringen. Da ist natürlich Amerika oder die USA und Europa, da sind wir noch weit entfernt. Sehen Sie da Konkurrenz dann? Ist das eine Gefahr, dass da sozusagen neue Märkte erschlossen werden und auch da für die Unternehmen Marktanteile vielleicht wechseln? Oder wie sehen Sie da? Nein, Konkurrenz sehe ich überhaupt nicht, denn Amerika ist ja auch ein freies Land. Ja. Und ich glaube, die haben ja auch die gleichen Marktprinzipien wie letzten Endes wir in Europa auch. Also ich sehe eigentlich nur mit Freude entgegen. Ich hoffe nur, dass wir das unter einen Hut kriegen. Herr Darboh, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Tolles Klientel hier, herrliche Impressionen. Dankeschön. Jetzt. Liebe Zuschauer, an meiner Seite jetzt Tom Buhe, der Intendant vom WDR. Wir hatten eben gerade Ulrich Wickert. Ja, nur Herr Roth fehlte uns ja eigentlich, aber der ist, glaube ich, heute im Dienst, oder? Was meinen Sie? Um ehrlich zu sein, ich weiß es gar nicht. Ich komme von meinem Dienst. Der Dienst ist in Köln und nicht mehr in Hamburg. Deshalb weiß ich jetzt gar nicht, was hier läuft. Wir vermissen Sie in der Fernsehlandschaft. Sie waren ja so ein smarter Mr. Tagesthemen. Ja. Wird man Sie auch in den Medien nochmal wieder erleben? Vielleicht in irgendeinem Bereich der Dokumentation, Reportage? Auch für Sie persönlich ein Anspruch noch da, was zu machen? Also meine Auftritte beschränken sich darauf, für den WDR gerade zu stehen. Ja. Wir haben am 4. Juni wieder, da können Zuschauer Kritik, Anregungen oder mich auf Herz und Nieren prüfen und den WDR auf Herz und Nieren prüfen. Das ist aber im WDR-Programm zu sehen, aber wir haben ja bundesweiten Empfang. Aber ich habe Sie ja zuletzt gesehen, da ging es um das Thema Europawahl, da wirkten Sie sehr andächtig, da gab es ja so eine Live-Übertragung und es gab einen kurzen Ausschnitt zu Ihnen und Sie wirkten sehr konzentriert und Sie wirkten auch betroffen oder zumindest sehr, sehen Sie die Europaentwicklung? Mal kurz einen Satz zu den Europawahlen. Also das war, wenn die Kanzlerin spricht, das war ja in Berlin der Fall, muss man natürlich konzentriert zuhören, ja. Die Europawahlen, ein großes offenes Fragezeichen, wir werden mal sehen. Also das Volk wird sprechen und der europäische Demos, also das europäische Demokratie und europäische Öffentlichkeit wird sich irgendwie äußern. Und die Präsidentschaftswahl in der Ukraine auch am 25. Also viele Ereignisse, die sich überschlagen. Ja. Und der WDR hat viel zu tun, das alles zu übertragen, zu dokumentieren, zu verarbeiten. Ich wünsche Ihnen erstmal einen schönen Abend. Ich sehe schon, Sie haben Durst. Und ich habe Durst. Schon. Belegte Kehle. Ich freue mich, Sie nachher wieder zu sehen. Okay, alles klar, danke. Liebe Zuschauer, an meiner Seite ist Giovanni Di Lorenzo. Ich grüße Sie. Ich muss Ihnen vorweg ein Kompliment machen. Ich als rasender Reporter bewundere Sie immer in den Talkshows, weil Sie mal Charme versprühen. Und ich finde es auch wichtig zu sagen, dass jemand mit empathischen Fähigkeiten und mit Charme Gäste interviewt, das ist wichtig in dieser TV-Landschaft. Reden Sie von sich gerade? Nein, von Ihnen. Darf ich Sie fragen, was verbindet Sie mit dem Stern, was verbindet Sie mit dem Henry-Nann-Preis? Sind Sie Henry-Nann begegnet? Ja. Gibt es irgendetwas Bewegendes, was Sie mal kurz gerne erzählen würden? Ich hätte ihn, ehrlich gesagt, sehr gerne richtig kennengelernt. Ja. Ich habe ihn nur ein einziges Mal kennengelernt, er war schon sehr krank. Und ich sprach ihn auf einen Kollegen an und er sagte, was?
Das ist doch ein Stück Scheiße. Man kann sich das ab einem gewissen Alter und mit einem gewissen Standing noch erlauben. Kann man sich doch leisten. Und ansonsten kenne ich ihn nur als Mythos. Und von seinen Fernsehauftritten, zum Beispiel, als die Hitler-Tagebücher aufflogen, da wurde er gefragt, Herr Nannen, ist das nicht furchtbar, zum Ende einer so glorreichen Karriere so etwas zu erleben? Lieber zum Ende, hat er gesagt. Dann hat er gesagt, wissen Sie, lieber zum Ende als am Anfang. Ja? Für ihn war ja das, die Presse oder die Medien waren ein Welttheater. Wie sehen Sie mit Ihren Augen die Welt? Ich meine, Sie sind ja auch Herausgeber. Wie empfinden Sie das selber, heutzutage Medien zu verarbeiten? Die digitale Wandlung, was geht in Ihnen vor? Brauchen wir nicht wieder mehr Gesichter, mehr persönliche Kollegialität und menschliche Wärme? Und ich glaube, die Kollegen, die Persönlichkeiten, auch die bunten Persönlichkeiten sind da. Wissen Sie, im Prinzip, es ändert sich alles. Nur die Menschen bleiben immer gleich. Ein berühmtes Wort von Fellini. Man hat den Eindruck, in den 70ern oder 80ern wurden mehr polarisiert und heute versucht jeder irgendwie, im Grunde genommen, sein Thema loszuwerden, aber nicht wirklich. Es wurde mehr polarisiert, weil die Welt auch geteilt war. Und es waren größere Persönlichkeiten, aber es war auch mehr Willkür. Ich glaube, unter dem einen oder anderen früheren Helden würde heute keiner mehr gerne arbeiten wollen. Ihr Freund, der Altbundeskanzler Helmut Schmidt, hat ja gesagt, die EU mischt sich zu sehr in die Außenpolitik ein. Ist das auch Ihre Meinung? Ich meine, wir stehen ja vielleicht wieder so vor einem ähnlichen Kalten Krieg. Wie sehen Sie denn die Entwicklung? Was können die Medien tun, diese Entwicklung? Großes Fass. Ich finde, die EU mischt sich nicht zu sehr ein. Da sind Sie also konträrer Ansicht. Aber bei der Zeit gilt absolute Meinungsfreiheit und Meinungsunterschiede tragen wir auch in aller Freundschaft aus. Darf ich abschließend fragen, sind Sie ein bisschen involviert heute? Sind Sie Laudator? Ja, oder? Ich moderiere eine Sparte, investigativ. Hab ich mir doch gedacht. Und ich versichere Ihnen, vor den eigenen Kollegen das zu machen, ist die Höchststrafe. Ich wünsche Ihnen viel Spaß für die Höchststrafe, die Sie sicherlich meistern werden. Naja. Und schönen Abend, vielleicht sehen wir Sie nachher nochmal wieder. Ja? Liebe Zuschauer, hier haben wir einen der Nominierten, Herrn Susebach, für den Bereich, die Kategorie... Der ist total verblüfft. ...Reportage. Ja. Und ganz kurz inhaltlich, worum ging es denn bei Ihrem Bericht? Wie war nochmal der Claim? Es ist die Reportage eines Albtraums. Ein Mann geht surfen und plötzlich wird es dunkel, er wacht wieder auf, Wochen später, und merkt, er ist von einer riesigen Motorjacht überfahren worden. Und die Frage ist, warum, wer ist schuld, wer hatte Vorfahrt, was wird jetzt? Darum geht's. Und wo ist der Ansatz, wo die Jury gesagt haben muss, das ist das, was diesen Bericht so außergewöhnlich, so speziell macht, dieser USP, dieses Alleinstellungsmerkmal? Na, dass ein Einzelschicksal viel über gesellschaftliche Unterschiedlichkeiten erzählt, das war in dem Fall so. Jetzt wird's tiefsinnig. Erzählen Sie genau weiter, referieren Sie kurz weiter, jetzt wird's spannend. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, nee, fertig. Gut, warten wir ab, wie Ihre Reportage ankommt. Ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg. Sie sind ja einer der Stars des Abends, kann man da mal so sagen. Nicht? Eine ganz kleine Leuchte. Dankeschön. Viel, viel Erfolg, viel, viel Glück. Danke auch. Ciao. Liebe Zuschauer, wieder ein Nominierter, Michael Obert an meiner Seite. Ich grüße Sie recht herzlich für die Kategorie. Bitte schön. Reportage. Reportage. Über was haben Sie denn eine Reportage gemacht? Über afrikanische Flüchtlinge, die zu Tausenden im Sinai gefoltert werden. Das hat uns sehr betroffen gemacht. Wie hieß da der Claim Ihrer Reportage? Der Titel hieß Im Reich des Todes. Im Reich des Todes. Würden Sie ganz kurz anführen, jetzt müssen wir natürlich ernst sein, aber es ist wichtig zu sagen, was da der Kern Ihrer Aussage, Ihrer Dokumentation war. Der Kern der Aussage dieser Geschichte im SZ-Magazin ist, während Tausende afrikanischer Flüchtlinge im Sinai gefoltert werden, weiß die Welt Bescheid und schaut weg. Während es europäische, amerikanische oder aus sonstigen westlichen Staaten Entführte, die da gefoltert werden würden, würde die Welt aufschreien. Also es müssen immer Interessen, Lobbyismus und verbunden sein, dann wird berichtet, aber über Menschen, wo es keine wirtschaftlichen Interessen und Verpflichtungen gibt, da ist einfach, sagen Sie, noch viel, viel mehr Bedarf, Handlungsbedarf, auf Kriegsherde aufmerksam zu machen. Es geht nicht nur darum, ob berichtet wird oder nicht, sondern es geht darum, ob politisch gehandelt wird. Ja. Und die Forderung ist ganz klar, politisches Handeln, auch von europäischer Seite, um diese Missstände, die weitergehen, zu beenden. Wir wollen heute auch mal das Thema Mut erwähnen. Frau Niedringhausen, die leider in Afghanistan umgekommen ist, Reporter ohne Grenzen, Menschen, die wirklich ihr Leben einsetzen, um die Wahrheit zu erfahren für uns. Wie ist da Ihre Stimmung, Ihre Meinung? Haben auch Sie ein Risiko eingesetzt, um Dinge in Erscheinung zu bringen? Ja? Risiken gibt es immer. Ja. Das Leben ist riskant und kurz. Ja. Haben Sie da ein Beispiel erlebt, wo Sie sich couragiert, sag ich mal, handeln mussten?
glaube, man muss immer ständig couragiert handeln im Leben, wenn man eine Vision und eine Mission hat. Ja. Das gilt für mich und es gilt für alle anderen auch, die da draußen unterwegs sind und die täglich ihr Leben einsetzen, um bestimmte Themen ans Licht zu bringen. Herr Obert, ich wünsche Ihnen heute viel, viel Erfolg mit Ihrer Reportage, die wichtig ist und die mit Sicherheit auch große, heute große Wertschätzung erfahren wird. Danke, Herr Obert. Ja? Dankeschön. Danke. Liebe Zuschauer, an meiner Seite jetzt einer der Juroren von Germany's Next Topmodel. Wie würden Sie noch mal kurz Revue passieren lassen? Wie waren die Stimmungen für Sie? Wie war dieses Erlebnis für Sie? Es ist ja same procedure as every year. Das Finale ist zum einen same procedure, zum anderen immer wieder eine tolle Erfahrung, weil klar, da wirst du nicht abgestumpft gegen, wenn du da rauskommst, da diesen ganzen Fans, die sich total freuen. Und es ist natürlich jedes Jahr immer sehr anders, weil die Mädchen auch anders sind, weil du auch mitfieberst mit den Mädchen. Und dann in diesem Jahr natürlich in einer neuen Konstellation mit Wolfgang, war auch nochmal eine neue Erfahrung. Das war sein erstes Finale, war auch ganz schön nervös. Also es war ein tolles Finale, mit eins meiner Lieblingsfinales. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß dabei und ich glaube, es ist auch gut angekommen. Zu Ihrer Person mal persönlich zum Background. Heute ist ja hochwertiger Journalismus gefragt. Genau. Inwieweit sind Sie involviert? Haben Sie eine Beziehung zum Stern? Ich meine, da wurden ja auch schon viele Modestrecken gebracht. Ja. Wir sind übrigens Facebook-Fans, Herr Hajo, nochmal ganz kurz erwähnt. Super. Das freut mich. Ja, nee, zum einen muss ich natürlich sagen, ich habe natürlich auch früher schon immer die Vogue gelesen, alle Modemagazine, aber auch immer kräftig Stern. Und ich bin auch einer, der sehr, sehr interessiert ist an allem. Und natürlich muss ich auch dazu sagen, eigentlich in Sachen Fotografie ist der Fotojournalismus meine Lieblingsart der Fotografie. Der Stern ja auch stark war natürlich. War früher immer super, weil die hatten tolle Strecken mit Modefotografen, immer dieses Special auch mit Lindbergh und Newton. Aber natürlich auch gerade in Sachen damals auch Layout, Art Direction und die ganzen Fotostrecken im Stern waren super. Und ich habe viel zusammengearbeitet mit Fotojournalisten. Weil ich war auch damals, Kodak war einer von meinen Hauptkunden in Amerika und ich war viel unterwegs mit Fotojournalisten in Indonesien, in Indien, in Südamerika und ich mag das nach wie vor. Und von daher gesehen freue ich mich heute Abend total auf diesen Preis, denn ich glaube, heute Abend werden auch viele Leute ausgezeichnet, die es wirklich verdienen aufgrund von Leistung und nicht, wie man das heutzutage ja oft hat. Auch ihr Leben einsetzen für... Es gibt ja so viele Preise im Moment und ganz, ganz viele Preise, muss man ehrlich sagen. Ich weiß nicht, best dressed, best dies, best das, aber wirklich jemand, der Mut zeigt, sein Leben einsetzt, auch wirklich was liefert, was eventuell oder größtenteils wirklich die Sichtweise verändert und die Welt verändern kann. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig auszuzeichnen. Von daher ist diese Show heute Abend was ganz Besonderes. Letzte Frage zu Ihnen nochmal persönlich. Gab es auch eine Episode Ihres Lebens, wo Sie mal couragiert sein mussten, wo Sie mal Rückgrat zeigen mussten, sagen mussten, jetzt muss ich eine Entscheidung, ein Statement. Jetzt brauchen Sie ihn. Gut, wir leiten weiter und wir sehen uns nachher wieder. Hab mich gefreut. Tschüss. Ja, hier der Generaldirektor des Hauses Atlantik Kempinski Hamburg. So, ich habe Sie neulich kurz gesehen mit Orlando Bloom. War der bei Ihnen zu Gast bei dieser Kinopremiere? War der bei Ihnen im Haus? Jetzt haben Sie mich erwischt. Normalerweise sind wir mit solchen Dingen immer sehr, sehr dezent. Ist ja danach, also jetzt kommt er. Genau, jetzt ist er mittlerweile weg. Aber das haben auch noch ein paar andere rausgefunden. Insofern muss ich das zugeben, ja, er war bei uns. Wie weit sind Sie hier heute involviert? Haben Sie sich ein bisschen mit den Themen auseinandergesetzt, mit den Nominierten, oder lassen Sie das auf sich wirken? Sie werden sich wundern, wir catern diese Veranstaltung jetzt schon mittlerweile zum sechsten bzw. siebten Jahr. Eine große Herausforderung und insofern bin ich mehr konzentriert, was sich sozusagen hinter den Kulissen und dann, wenn die Veranstaltung vorbei ist, vor den Kulissen abspielt, was Bewirtung der Gäste angeht. Ich kriege gerade ein Zeichen, Timeout. Ich hoffe, wir würden das Gespräch nachher noch mal ein bisschen fortsetzen. Jetzt geht mich die Veranstaltung los. Sie wollen Sie wahrscheinlich auch miterleben. Genau. Dankeschön, bis später. Erstmal, Tschüss. Danke. Herr Puschnigg, natürlich ist es immer wieder spannend, auch über Ihr Hotel zu erfahren, was es an Neuigkeiten gibt, was es an Events gibt, an tollen gesellschaftlichen Anlässen. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie auch outsourcen, dass Sie auch mal für Veranstaltungen Catering betreiben, die eben halt zum Beispiel wie heute in der Kampnagelfabrik stattfinden. Ja, also outsourcen tun wir nicht. Wir catern außerhalb unseres Hotels. Wir haben natürlich die Kapazitäten im Haus. Wir haben ja Bälle bis zu 900 Personen und das, was wir im Haus können, können wir dann auch gerne außer Haus machen. Was wir tun, hat eine lange Tradition und das können wir auch, glaube ich, ganz gut hier jetzt schon, wie schon gesagt, im siebten Jahr. Ansonsten gibt es noch weitere Veranstaltungen, die wir catern, vor allem auch in der Handelskammer, wo es die Möglichkeiten gibt. Da sind wir gut aktiv. Kann man Sie also auch buchen für externe Veranstaltungen? Das ist ja gut zu wissen, was uns nicht vorher bekannt war. Nicht? Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Und wäre es eine Option, auch mal den Henry Nunn Award bei Ihnen stattfinden zu lassen? Ja, auch darüber haben wir uns schon mal Gedanken gemacht. Allerdings würde das die Kapazitäten sprengen, weil man braucht natürlich immer einen Veranstaltungssaal, der knapp 1200 Personen fasst. Danach noch eine Veranstaltung, die Party, die Afterparty zu machen. Das ist eine riesige Veranstaltung, ein Aufkommen, ein Medienauflauf, ein Who is Who. Ja, das tut Hamburg richtig gut. Es ist fast ein bisschen wie
gehen kann. Es fehlen noch ein paar Palmen draußen. Kann man so sagen. Dann haben wir gemerkt, wie Hollywood, ne? Ja, genau. Also auch Lifestyle, die Damen heute alle wunderschön anzuschauen, ja, in Designerkleiden. Und Sie natürlich ganz klassisch als Direktor. Wir freuen uns auf weitere Veranstaltungen bei Ihnen und wünschen Ihnen toi 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 viel, viel Spaß, viel Erfolg und weiterhin mit Ihnen auch bei Ihnen auch viele tolle Veranstaltungen. Gleichfalls. Schönen Abend. Ja, liebe Zuschauer, die Inszenierung ist gerade vorbei. Wir haben viele Nominierte gesehen, viele Gewinner, viele Preisträger, viele Gäste hier. Und wer mich kennt, weiß ja, dass ich immer mal gerne so die Runde durchgehe und mitten in der Gesellschaft Menschen befrage, die ich auch nicht kenne. Mal schauen, wer sich denn da gerade anbietet. Es ist wirklich alles live. Junge Dame, dürfen wir mal ganz kurz fragen, haben Sie die Veranstaltung eben gerade mitverfolgt? Ja, klar, über Livestream in der Lounge. Ach so, dann waren Sie Presse. Nee, wir sind Helfer. Helfer. Genau. Hat Sie was emotional bewegt? Es ist ja egal, wir brauchen ja jede Stimme. Auch Henry Nann meinte früher, selbst die Stimme von Lieschen Müller ist wichtig. Ja, auf jeden Fall. Es ist immer wieder emotional, wenn man einen Preis verleihen bekommt. Ja? Also da fühlt man auch immer mit. Gibt es ganz bestimmtes Thema? Welche Kategorie hat euch beeindruckt? Da vielleicht alles immer spannend. Alles immer spannend. Alles. Okay, ja, umfassend. Veranstaltung gelungen, okay? Auf jeden Fall. Genießt den Abend weiter. Ja, wir suchen noch nach Substanz. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, das war der erste Test, aber wer mich kennt, weiß ja, ich bin ja ein bisschen beharrlich dabei. Guter Mann, nur ganz kurz die Frage, Sie sind hier live bei Artist TV. Wow, Wie heißt das Fernsehen? Artist TV. Okay, Hammer. Sie sind selber einer der Nominierten gewesen oder einer der Preisträger oder von der Jury oder einer der Gäste. Sie sind von welcher Company? Spiegel. Spiegel? Ja. Ah, Chefredakteur. Nicht ganz, aber fast, ist ja klar. Wer hat denn heute bei Ihnen Preis bekommen? Vom Spiegel waren es doch die Leute, die schön Investigationen gemacht haben. Nee, in dem Fall hatte ich eher was mit dem Preis Reportage zu tun, von Özlem. Von Özlem, wunderbar. Ja. Da haben Sie mitgewirkt, haben Sie da Özlem mit unterstützt? Ja, das kann man so sagen, ja. Und was waren so für Sie die Highlights heute, was hat Sie heute beeindruckt? Özlem hat mich beeindruckt. Was hat sie davon beeindruckt? Ja, weil sie sehr cool ist, weil sie das sehr gut gemacht hat auf der Bühne und sehr lustig war. Detaillierter noch ein bisschen. Spücken Sie es aus. Özlem ist ein türkisches Mädchen aus Altona und die hat dann erzählt, dass ihr Vater sie hingefahren hat und dann fragte der Moderator, warum denn eigentlich? Ja, und dann sagte sie, ja, mein Vater ist Taxifahrer. Das war sehr lustig. Also es ist ihre Authentizität und wunderbar. Nicht? Ja. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Ja, Dankeschön, toll, was Sie damit machen. Ja. Ja, liebe Zuschauer, meiner Seite jetzt die Verteidigungsministerin Frau Ursula von der Leyen. Eine große Ehre, Sie zu interviewen. Sie haben heute eine sehr einfühlsame, sehr bewegende Rede gehalten. Vorweg die Frage, haben Sie das alles selber verfasst oder haben Sie auch schlaue Leute, die sich so mit diesem Herrn auseinandergesetzt haben, Herrn Grosser? Da habe ich Hilfe gebraucht, denn das Leben von Alfred Grosser ist so facettenreich. Das auf 5 Minuten auch die richtigen Punkte rauszunehmen, da braucht man ganz viel Hilfe. Und es war spannend in der Recherche, weil wir uns zusammengesetzt haben und dann mal miteinander besprochen haben, was wissen wir eigentlich aus dem Leben von Alfred Grosser. Eines war bei allen ein und dasselbe, nämlich ein großer Freund Deutschlands und Frankreichs, der die Verständigung enorm zusammengebracht. Ihre Rede war sehr bewegend, sehr einfühlsam. Was hat Sie selber an dieser Person, Herrn Grosser, fasziniert? Nun, erstens ist er ein brillanter. Zunächst einmal ist er ein brillanter Journalist. Ja. Das Wort ist viel zu klein, was ich benutzt habe. Ein wirklich großer Literat. Hat eine enorme Schreibe, aber er ist ein Kenner Deutschlands und Frankreichs auf beiden Seiten wie kein anderer und hat trotz seiner bewegten und schwierigen Biografie am Anfang in Deutschland ein großes Band der Versöhnung um beide Länder geschlungen und das macht ihn schon außergewöhnlich. Sie haben so eine schöne Metapher verwandt, noch mal abschließend kurz. Die Wahrheit ist wie eine keusche Frau. Und Sie sagten, Herr Grosser sei wie der intimste Verehrer. Und wir wollten ihn mit dem Preis anspornen, sie weiter zu enthüllen. Ja, wir werden hier gerade natürlich auch mit anderen Interviewpartnern weiter hier versorgt. Ich danke Ihnen erstmal und wünsche Ihnen heute einen schönen Abend. Dankeschön. Frau Mioska, Sie haben heute eine Laudatio gehalten. Würden Sie noch mal kurz referieren, um welches Thema es ging und was Sie heute überhaupt bewegt hat? Ich habe die Kategorie Fotoreportage vorstellen dürfen und auch dem Gewinner den Henry geben dürfen, was eine sehr bewegende Reportage war. Es ist eine dramatische Geschichte. Es geht um Folterungen von Afrikanern auf dem Sinai und
Das waren so bewegende Fotos, die und den Text dazu, so, dass es so schlimm ist, das hatte ich vorher auch noch nicht bewusst in der Form. Deswegen hat mich das die letzten Tage schon mitgenommen. Ich habe mich sehr gefreut, dass diese beiden Reporter, die dort waren und die dort lange recherchiert haben unter Lebensgefahr, dass die diesen Preis gekriegt haben. Was nehmen Sie heute von diesem Abend mit? Also ich meine, wie entwickelt sich der Journalismus überhaupt? In welche Richtung? Ich meine, wir müssen weiterhin mutige Journalisten haben. Wir müssen Menschen haben, die dahin gehen, wo es weh tut und im Grunde genommen immer an der Wahrheitsfindung interessiert sind. Aber werden nur noch am Ende des Tages die Besten, sag ich mal, überhaupt noch die Möglichkeit haben zu publizieren? Wer wird am Ende des Tages Gewinner, wer wird am Ende des Tages Verlierer sein? Ach, es ist so schwer zu sagen, aber ich versuche immer nicht zu denen zu gehören, die unken, dass alles das, was nicht in Richtung digital geht, den Bach runtergeht. Ich hoffe nicht und ich glaube auch daran, dass das nicht so ist und dass auch die Journalisten, die nur schreiben, und zwar für gedruckte Blätter schreiben und dafür recherchieren, dass die auch weiterhin die Zeit bekommen und auch dafür bezahlt werden, dass sie solche Geschichten recherchieren, die heute prämiert werden. Und das zeichnet den Henry-Nann-Preis aus, dass er genau diese Arbeit auch prämiert und die Zeitungen eben auch das zeigen, dass sie dafür Geld ausgeben. Das ist eine Entwicklung, die man unterstützen muss und das tut dieser Preis und deswegen mache ich da auch gerne mit. Haben Sie eigentlich schon von den Krautreportern erfahren? Nein, haben Sie darüber schon gehört? Die Krautreporter haben sich sozusagen selbst erfunden. Die wollen sich sozusagen über ihre Leser in Zukunft, aber im digitalen Bereich, finanzieren, ohne Werbung. Ja. Wollen die Leser mitschreiben lassen und das ist eine neue Entwicklung, um sich überhaupt beruflich irgendwie zu positionieren. Wie finden Sie die Idee? Ist das, sag ich mal, zukunftsweisend, zu sagen, wir gründen unser eigenes Medium, wir orientieren uns nicht an Werbung und wir schreiben das, was dem Leser genau gefällt und dafür zahlen die Leser auch. Dafür zahlen die Leser? Ja, zielgerichtet. Absolut legitim. Ja, dann können Sie sich ja den Begriff, die Krautreporter, ich gucke ja auch ein bisschen in den Medien, man kann ja nicht alles erfassen, neues Thema, wie sich Journalisten neu erfinden und wie die Medienwelt sich vielleicht weiterentwickelt, auch im digitalen Zeitalter, nicht? Viel Erfolg. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Danke für die Impression. Dankeschön. Danke. Ja, liebe Zuschauer, meiner Seite jetzt der wertgeschätzte Philosoph Richard David Precht. Was für eine Ehre für mich. Ich kenne Sie nur aus dem Fernsehen und heute sehe ich Sie. Sind Sie es wirklich oder wenn ja, wie viele? Ich bin es wirklich und in meiner gesamten vereinzelten Einmaligkeit. Ich frage Sie ganz aus Ihrem Emotionsbereich heraus, was hat Sie heute am meisten bewegt? Was hat Sie heute wirklich fasziniert? Was hat Sie wirklich... Also ich fand es ein insgesamt sehr runder Abend war. Ja. Also es ist eine der besten Preisverleihungen in Deutschland, wenn nicht die beste, würde ich auf jeden Fall sagen. Und das Zweite ist, dass wir lauter wirklich sehr, sehr gute Preisträger haben und auch noch bei den Nominierten viele gewesen wären, die den Preis verdient hätten. Also das ist wirklich eine runde Sache. Alles Entscheidungen, die wunderbar sind. Ich möchte Sie mal fragen, weil ich finde eigentlich, dass Sie die Philosophen einfach wieder populärer gemacht haben in der Gesellschaft und wir doch lange Zeit eigentlich schon von den Werbebotschaftern bestimmt werden, die ganze Gesellschaft, aber warum eigentlich nicht von den Wertebotschaftern, von den Philosophen? Gab es denn früher schon eigentlich Werber? Waren das nicht die Philosophen, die damals in der Gesellschaft eigentlich auf die Gesellschaft eingewirkt haben? Ich weiß ja nicht, wann Sie früher meinen. Also, wann Sie historisch also so unter Platon, Sokrates oder... Ja gut, es hat, glaube ich, zwei große Phasen in der Philosophie gegeben, wo sie gesellschaftlichen Einfluss hatte. Das war in der Zeit von Platon und Aristoteles. Ja. Und das war eine Aufklärungszeit, ne, wo unsere bürgerliche Gesellschaft entstanden ist und Philosophen auch Fürsten beraten haben und vieles andere mehr. Aber die Zeiten sind wirklich lange vorbei. Was sich vielleicht wieder verändert ist, in Frankreich gibt es eine Tradition des öffentlichen Intellektuellen oder öffentlichen Philosophen. In Deutschland waren die ein bisschen abgerissen. Und ich glaube, dass die wieder kommt. Und das ist ja auch schön, wenn in Talkshows nicht nur Ökonomen sitzen, sondern auch Philosophen oder nicht nur Journalisten sitzen. Also ich denke, es ist insgesamt ein Gewinn. Ich meine, wir reden ja immer von Nachhaltigkeit, aber sind es nicht die Werte letztendlich, die zählen? Gute Ideen gepaart mit Werten. Und wenn da wirklich jemand wie Sie dann auch wirklich sagt, aus der Historie auch rausgelegt. Ja, das Problem ist ja nicht, also Werte wollen die meisten Leute haben. Und diese Sehnsucht nach Werten ist überall da. Wir reden von immateriellen Werten natürlich. Ja, ich weiß, das ist schon völlig klar. Also wir reden nicht, wir reden vom bestimmten Himmel, von dem Kant gesprochen hat und von dem großen Wagen da oben und nicht von dem großen Wagen vor der Haustür. Ne? Das ist schon klar. Ja. Aber es ist so, dass Sie all diese Werte hier haben können, aber wenn Sie in einem Berufsleben arbeiten, wo für diese Werte de facto kein Platz ist, sondern nur ein Sonntagsleben Platz ist, dann nützt Ihnen das nichts. Und das ist eigentlich der gegenwärtige Zustand der Gesellschaft. Wir haben ein hohes Bedürfnis nach Werten auf der einen Seite und, nach Wahrheit und auf sowieso. Der anderen Seite ein Wirtschaftssystem, das so auf Shareholder Value, auf Effizienz getrimmt ist, dass diese Werte darin keinen Platz mehr finden. Und das ist die Frage, wie bauen wir es um? Was verbinden Sie mit Wahrheit und Werten und Journalismus? Was ist da für Sie
wo der treffende Kern. Also, war ja heute auch schon mal die Rede davon, mit dem Wort Wahrheit muss man sehr vorsichtig umgehen. Ne? Aber wenn man mutig die Taschenlampe auf etwas zeigen lässt, was man vorher nicht gesehen hat, also beispielsweise das Stück von Obert über den Sinai. Ja. Ja, also ich meine, da werden Tausende von Leuten zu Tode gefoltert. Ja. Und niemand kommt bei uns auf die Idee, dass wir denken, da müssen wir vielleicht mal UN-Blauhelme hinschicken oder da müssen wir uns einmischen. In der Ukraine sterben ein paar Leute. Ja. Ja, und schon ist es ein Riesentheater und wir denken, wir fühlen uns zutiefst verpflichtet. Ja. Und wenn Tausende von Schwarzafrikanern da in der arabischen Welt umgebracht werden, dann gucken wir da nicht hin, weil wir da keine Aktien drin haben. Und auf sowas hinzuweisen, das ist was Verdienstvolles, was der Journalismus machen kann. Deswegen freue ich mich, dass zumindest die Fotoreportage davon ausgezeichnet wird. Gut, das ist erwähnt. Herrn Obert hatten wir auch interviewt. Ja. Abschließend vielleicht die Frage, wo dürfen Sie demnächst in den Medien erleben? Was ist Ihr Thema im Moment? Was würden Sie gerne? Ich beackere kein neues Thema. Ich mache weiterhin meine Sendung, die leider in sehr unregelmäßigen Abständen kommt. Aber die gibt es noch, was man manchmal nicht glauben möchte, wenn eine längere Pause da war. Und in der nächsten Sendung werde ich mich mit Klaus von Donani über die Frage nach der Zukunft, was bedeuten eigentlich Nationen, unterhalten. Also ausgelöst durch den Ukraine-Konflikt. Ja. Was macht eigentlich sowas wie Territorium oder Nation im 21. Jahrhundert? Ist das überhaupt zukunftsfähig? Dankeschön für diese Information. Wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Ja, Dankeschön. Gleichfalls. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja, an meiner Seite jetzt der Conferencier Dominik Horwitz. Sie waren wirklich eine Lichtgestalt heute. Es war wirklich eine Wonne, Ihnen zuzuschauen, Ihnen zu lauschen. Danke. Diese Inszenierung, das macht man ja nicht jeden Tag. Das war ja nur einmal. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Das war ja fast auswendig. Das ist Wahnsinn, ja? Ich war fleißig und wir haben gut geprobt hier. Wir hatten zwar nur 2 Tage zum Proben, aber es hat gereicht. Und als Chansonnier auch noch, dass Sie so gut Französisch sprechen und singen, das war ja Charles Aznavour verdächtig. Dankeschön. Was dürfen wir von, in dieser Zeit von Ihnen erleben? Was können wir von Ihnen in nächster Zeit sehen? Auch das nächste wird sein der Tatort, den ich in Weimar drehe. Das ist das nächste. Darf man nur fragen, was Sie heute Abend persönlich am meisten bewegt hat? Wie waren Sie mit involviert? Ich war nur mit meinen Texten, mit meinen Karteikarten und mit meinen Rollen beschäftigt. Ich habe von dem Abend gar nicht so viel mitgekriegt. Auf jeden Fall großes Kino, großes Theater, große Manege. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön, Herr Horwitz. Danke, wünsche Ihnen auch. Tschüss. Ciao. Liebe Zuschauer, an meiner Seite jetzt der Intendant vom NDR, Lutz Marmor. Ich grüße Sie recht herzlich. Schön, Sie heute anzutreffen. Ja, wir hatten vorhin auch Ihren Kollegen, Herrn Tom Buro vom Westdeutschen Rundfunk. Wunderschön. Was hat Sie heute bewegt? Was war für Sie heute so ein Highlight des Abends? Ja, es gab viele Highlights. Ich finde insbesondere, dass der Mut von Journalistinnen und Journalisten ausgezeichnet wurde. Und das hat mich schon bewegt. Es waren auch tolle Reportagen, tolle Fotos, tolle Bilder, die ausgezeichnet wurden. Und das ist entsprechend gewürdigt worden. Die Zuschaltung von Snowden, das war auch nochmal wirklich etwas Besonderes. War das eine Live-Übertragung, Herr Marmor? Das weiß ich nicht, ob das eine Live-Übertragung war. Das müssen Sie die Veranstalter fragen. Es kann sein, dass es auch aufgezeichnet war. Aber es war jedenfalls eine gelungene Überraschung und auch eine gelungene Wertschätzung für die Preisträgerin. Ja, und sonst gab es auch interessante, einfach Zwischenspiele. Es war eine gelungene Veranstaltung. Wie dicht sind Sie denn an Ihren Redakteuren dran? Was kann man sagen, so der Intendant? Hören Sie eigentlich alle Nachrichten und alle Beiträge so mit ab? Und gibt es da mal ein Lob oder ein Tadel? Wie macht das der Intendant eigentlich? Das ist ja völlig unmöglich. Aber Lob gibt es doch mal, oder? Ja, sicher gibt es Lob. Und es gibt auch viele Dinge, die ich mit den Kollegen dann bespreche, wo ich sie ermuntere oder wo ich sage, naja, gut, nicht so viel Druck, macht in aller Ruhe. Oder manchmal im Vorwege, aber manchmal auch hinterher. Es ist eine Mischung aus allem. Aber was ein Intendant am Ende ja machen muss, einen Rahmen setzen, Dinge möglich machen und die Kollegen in ihren Freiheiten, in journalistischen Freiheiten stärken. Das ist die Hauptaufgabe. Und dann immer wieder zu sagen, wir im Norddeutschen Rundfunk, wir stehen für Qualität und das müssen wir jeden Tag abliefern. Das tun die Kolleginnen und Kollegen. Wir dürfen ja auch nicht außer Acht verlieren, dass Henry Nann auch damit weiterhin gewürdigt wird. Sein Führungsstil, der Mann, der eben halt der illustrierte Stern geprägt hat von 1948 bis 1980. Was verbindet Sie mit Henry Nann, mit dem Stern? Gibt es da eine Ära? Gibt es da Überschneidungen? Gibt es da Erinnerungen? Ich bin ja mit dem Stern quasi groß geworden. Und der Stern war neben dem Spiegel, darf man sagen, wirklich auch das Blatt, das ich damals gelesen habe. Und das ist die Mischung gewesen aus auch klarer Kante, interessanten Geschichten und auch tollen Fotos, muss man auch sagen, das gehört ja auch dazu. Ja, das war schon eine ganz prägende Zeitschrift und ist es bis heute.
Das haben Sie auch gesehen. Der Stern entdeckt auch heute wieder investigativ seine Kraft. Und auf dem Weg sollten Sie weitermachen, obwohl mir Ratschläge da nicht zustehen. Abschließend noch die Frage zu seinem Führungsstil. Gibt es da Parallelen? Also Henry Nann war ja nicht unbedingt Everybody's Darling. Es war ein scharfer Blattmacher. Der wollte seine expressiven Schlagzeilen und Themen. Und es hieß ja auch, in ungemütlichen Situationen fühlte er sich wie ein Teufel im Schwefelbad. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind andere Menschen, andere Typen. Ja, ich habe ihn ja auch nicht persönlich gekannt. Also insofern kann ich das jetzt schlecht beurteilen. Ja. Ich glaube, dass heute doch eher so ein anderer Typus gefragt ist, der die Kolleginnen und Kollegen ermuntert, der schon auch klar sagt, was gut ist und nicht, der aber sein eigenes Urteil auch nicht absolut setzt. Also man muss immer diskutieren und dann das Beste am Ende gemeinsam rauskriegen. Dazu gehört auch Freiheit der Journalistinnen und Journalisten. Also eine schöne Teamleistung. Letzte abschließende Frage. Die Highlights beim NDR zuletzt, ja, der Eurovision Song Contest. Zum Beispiel, ganz anderes als man Übergang machen, Journalismus. Ist ja was, was Sie betrifft. Wie sehen Sie heute die Entwicklung, wenn in Russland gesprochen wird von dem Verfall der Moral? Finden Sie wirklich, da ist was neu erfunden worden oder kreiert? War Europa nicht immer offen und frei? Oder wenn Sie sagen, das ist jetzt mal wieder so ein Meilenstein, Conchita Wurst hat sozusagen ein bisschen wieder für die, sagen wir, Pluralismus der Gesellschaft ein bisschen gesorgt. Ich glaube, da gibt es eben unterschiedliche Sichtweisen. Erstmal ist der Eurovision Song Contest ein Unterhaltungswettbewerb, bei dem sich aber doch, ich habe das ja selbst erlebt in Oslo, ganz Europa zusammenfindet, wenn sie dort einmal sind. Das ist ganz toll, weil die Fangruppen aus allen Ländern gemeinsam alle Interpreten feiern. Und das war wohl nach meinem Eindruck selbst jetzt auch weitestgehend zumindest in Kopenhagen so. Dass dann daraus dann irgendwelche Geschichten nochmal gemacht werden, das ist klar. Es ist doch völlig in Ordnung. Conchita Wurst hat einen großartigen Auftritt gehabt. Tolle Gesangsleistung. Und tolle Gesangsleistung. Wunderbar. Und es ist gut, aber natürlich kann es welche geben, die es nicht gut finden. Ich finde nur, es gibt Äußerungen, die sind eigentlich aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Gut. Letzte Frage, auf was für ein schönes Highlight können wir uns in diesem Jahr freuen beim NDR? Gibt es irgendwas, was Sie noch gerne erwähnen möchten, hervorheben? Was Neues vielleicht? Was Sie persönlich beim NDR? Erstmal hoffe ich, dass wir jetzt das Quizduell zum Fliegen bringen. Ich finde, Jörg Pilawa hat das großartig gemeistert, aber wir möchten schon gerne auch die Ursprungsidee, dass alle Menschen über die App dann mitspielen können. Hatte denn schon die Assistentin? Alles noch nicht. Also insofern warten Sie mal ab. Ich hoffe, es wird gut gehen, dass... Tut mir auch leid, weil wir sind auf ein Neuland gegangen. Das ist ein Risiko. Die Idee ist sehr gut. Die Ausführung klappt noch nicht. Auch das muss man mal aushalten. Wenn man was Neues macht, kann es auch mal sein, dass es nicht richtig klappt. Freut keinen. Alle geben sich allergrößte Mühe und drücken Sie uns die Daumen. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und danke für diese herrlichen Impressionen, Herr Marmor. Dankeschön. Nein. Danke. Danke schön. Danke. Das könnte man doch eine Stimmung hier machen, oder? Vor dem Genau. Ist ja alles in Ordnung. Gut, dann brauche ich jetzt hier nicht starten. Ja. Nicht filmbar. Oh, Sie sind telegen. Wir fahren aus dem Rahmen. Mal, bitte. Schön. Und für uns bitte nochmal.